Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Heute werden wir über Dockingstationen für Festplatten und SSD sprechen. Diese Geräte sind nützliche Hilfsmittel, um schnell verschiedene Laufwerke an Ihren Computer anzuschließen. Wir werfen einen Blick darauf, wozu sie dienen, was sie beinhalten und wie sie bei der Datenwiederherstellung helfen können. Eine Dockingstation ist ein Gerät, mit dem Sie Festplatten oder CDs über verschiedene Schnittstellen wie USB, Thunderbolt oder SATA an Ihren Computer anschließen können. Sie ist eine bequeme Möglichkeit, die Möglichkeiten Ihres Computers zu erweitern und Ihren Speicher effizient zu verwalten. Es gibt verschiedene Arten von Dockingstationen, von einfachen Modellen mit einem Steckplatz bis hin zu fortschrittlichen Modellen, die mehrere Laufwerke gleichzeitig unterstützen. Welches Modell Sie wählen, hängt von Ihren Bedürfnissen und Vorlieben ab. Festplatten und SSD-Docks können in einer Vielzahl von Anwendungsszenarien nützlich sein. Zum Beispiel sein Sichern von Daten, Klonen von Datenträgern oder Übertragen von Dateien zwischen Computern. Sie bieten auch hotspot-fähige Festplatten, was Wartung und Upgrades bequemer und schneller macht. Schauen wir uns nun die Verbindungsschnittstellen im Detail an. Der erste heutige Schnittstellentyp ist USB. USB-Anschlüsse sind in den Computer und Laptops weit verbreitet und daher sind USB-Dockingstationen sehr praktisch. Die zweite Art von Schnittstelle ist Thunderbolt. Thunderbolt ist eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, die eine schnelle Datenübertragung zwischen Geräten ermöglicht. Thunderbolt-fähige Dockingstationen bieten eine hohe Leistung. Eine weitere, weniger beliebte Schnittstelle ist eSATA. Im Vergleich zu anderen Schnittstellen wie USB und Thunderbolt bietet eSATA hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Die Dockingstationen werden je nach Anschluss der Laufwerke in verschiedene Typen unterteilt. SATA-Anschlüsse für den Anschluss von Festplatten und CCDs sowie M2-Anschlüsse für den Anschluss von M2-SATA und M2-NVMe-CDs-Laufwerken. Einige Modelle von Dockingstationen ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss von 6, 8 und 10 Laufwerken. Jede der vorgestellten Arten von Schnittstellen hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und die Wahl eines bestimmten Dockingstationenmodells hängt von ihren Bedürfnissen und Vorlieben ab. Was die Festplatten und CDs betrifft, ist alles klar, aber was sind die Unterschiede zwischen M2 SATA und M2 NVMe? Wenn Sie bei der Wahl einer Dockingstation zum Anschluss Ihres M2-Laufwerks beachten müssen. Was die Konnektivität betrifft, so gibt es zwei Haupttypen von Basen, mit denen M2 betrieben wird, den SATA-Bus und den PCIe-Bus. Darüber hinaus gibt es einen Steckplatztyp mit M- und B-Tasten, die die unterstützte Schnittstelle des M2-Geräts definieren. Die B-Taste unterstützt PCIe und SATA, während die M-Taste nur PCIe unterstützt. Bei der Auswahl eines M2-Geräts müssen Sie auf die Kompatibilität mit der Schnittstelle und dem Dockingstellplatz achten. Anhand dessen, was Sie auf dem Bildschirm sehen, können wir sagen, dass eine M2-SATA-CDs-Karte mit der Taste M plus B in den meisten Steckplätzen installiert werden kann, während eine M2-NVMe-CD mit der Taste M nicht in einen Steckplatz mit der Taste B installiert werden kann. Achten Sie also bei der Auswahl eines Geräts auf den Typ des Steckplatzes, den Sie verwenden und die unterstützten Laufwerktypen. Die beiden Platinen sehen sehr ähnlich aus und unterscheiden sich nur geringfügig im Anschlussstecker, daher ist es wichtig, die richtigen Laufwerke und Dockingstationen zu wählen. Sehen wir uns nun ein paar Beispiele dafür an, wie Dockingstationen Ihr Computererlebnis verbessern können. Erstens bieten Dockingstationen eine bequeme Möglichkeit, Festplatten und CDs an Ihren Computer anzuschließen. Dies ist besonders nützlich für Benutzer, die häufig mit großen Datenmengen arbeiten und schnell auf diese zugreifen müssen. Dockingstationen erleichtern auch die Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Geräten. Sie können die Dockingstationen an einen Computer anschließen, um ihre Daten zu sichern, und sie dann an einen anderen Computer anschließen, um diese Daten wiederherzustellen. Sie können sie ihre Daten im Falle eines Systemabsturzes oder einer Festplattenbeschädigung von Verlust schützen. Ein weiterer praktischer Anwendungsfall für Dockingstationen ist die Möglichkeit, mehrere Festplatten oder CDs gleichzeitig zu verwenden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit großen Datenmengen arbeiten und zusätzlichen Speicherplatz benötigen.
Eine der wichtigen Funktionen einer Dockingstation ist außerdem das Klonen von Festplatten. Mit ihr können Sie ganz einfach ein Laufwerk auf ein anderes klonen, indem Sie die Laufwerke einstecken und die Klontaste drücken. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie ein altes Laufwerk durch ein neues ersetzen oder eine exakte Kopie Ihres aktuellen Systems erstellen möchten. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Verwendung von Dockingstationen ist die Möglichkeit, Laufwerke im laufenden Betrieb anzutauschen. Das bedeutet, dass Sie Festplatten und SSDs ein- und ausstecken können, ohne Ihren Computer nachher unterfahren zu müssen. Hop-Swapping erleichtert die Wartung und Ausrüstung Ihres Systems, da Sie ein beschädigtes oder verlagertes Laufwerk schnell austauschen können, ohne den Computer auszuschalten. Dockingstationen spielen auch bei der Datenwiederherstellung eine wichtige Rolle. Wenn Probleme mit Ihrer Festplatte oder SSDs auftreten, kann eine Dockingstation verwendet werden, um ein Abbild des Datenträgers zu erstellen oder die Daten auf ein anderes Medium zu klonen. Das Entfernen eines Disk-Images ermöglicht es Ihnen, eine Kopie des Diskinhalts an einem sicheren Ort zu speichern, was nützlich ist, wenn die Disk unlesbar ist oder Gefahr läuft, beschädigt zu werden. Das Disk-Image kann dann zu späteren Datenwiederherstellung oder zur Analyse des Diskzustands verwendet werden. Wie ich bereits erwähnt habe, können Sie mit Dockingstation auch einen Datenträger auf einen anderen klonen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Ihre Daten sichern oder einen alten Datenträger durch einen neuen ersetzen möchten, ohne dass Informationen verloren gehen. In beiden Fällen macht die Verwendung einer Dockingstation die Datenwiederherstellung bequemer und effizienter, sodass Sie im Falle eines Problems schnell wieder Zugriff auf Ihre Daten erhalten. Was die RAID-Wiederherstellung betrifft, so verwenden RAID-Arrays bekanntlich eine große Anzahl von Laufwerken und Sie müssen alle Laufwerke zur Wiederherstellung an denselben Computer anschließen. Die Hauptplatine eines normalen PKs hat nur eine begrenzte Anzahl von SATA-Anschlüssen. In diesem Fall hilft Ihnen eine Dockingstation, mit der Sie zusätzliche Laufwerke anschließen können. Oder es kann helfen, das Disk-Image zu entfernen, ohne den PK neu zu starten, da er die Hot-Swap-Funktion verwendet. Schauen wir uns um den Vorgang des Entfernens eines Disk-Images mit der Dockingstation genauer an. Schließen Sie dazu zunächst Ihre Festplatte oder SSD an die Dockingstation an und verbinden Sie dann die Dockingstation mit Ihrem Computer. Danach öffnen Sie die Disk Imaging Software. Ich zeige Ihnen Hetman RAID Recovery als Beispiel. Ich habe also drei Disks, die zum Aufbau eines RAID 5 verwendet wurden. Als nächstes werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die Dockingstation verwenden können, um Daten davon wiederherzustellen. Zunächst müssen wir das Disk Image erfassen. Wählen Sie dazu das gewünschte Laufwerk im Programm aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Disk Speicher. Geben Sie dann einen Speicherort an. Sie benötigen einen Speicherplatz, dessen Volumen gleich oder größer ist als das Volumen des Datenträgers, den Sie speichern möchten. Nachdem Sie einen Speicherort für das Disk-Image ausgewählt haben, beginnt der Prozess der Image-Erstellung. Dies kann je nach Größe des Datenträgers und der Verbindungsgeschwindigkeit einige Zeit in Anspruch nehmen. Anschließend können Sie das Abbild in das Programm einbinden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Datenträger einbinden und geben Sie den Pfad zu der Bilddatei ein. Um Daten über die Dockingstation zu klonen, schließen Sie einfach die Datenträger an und klicken Sie auf die Schaltfläche Klonen, woraufhin der Klonvorgang beginnt. Wenn Sie die Dockingstation verwenden, benötigen Sie keine Software von Drittanbietern, um das Laufwerk zu klonen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, haben Sie eine exakte Kopie des Laufwerks und können das neue Laufwerk als Ersatz für das ursprüngliche Laufwerk oder als Backup Ihrer Daten verwenden. Dies ist eine nützliche Option, damit Sie Ihr primäres Laufwerk nicht ruinieren oder wenn das Laufwerk schwer zu lesen ist. Nachdem wir uns nun mit dem Image beschäftigt haben, wollen wir uns nun mit der Wiederherstellung von Daten aus einem RAID-Array befassen. Der Verbund besteht aus drei Laufwerken. Wir haben ein Image eines Laufwerks erstellt und es im Programm eingebunden. Das zweite Laufwerk ist über einen SATA-Anschluss mit der Hauptplatine des PKs verbunden und das dritte Laufwerk ist über eine Dockingstation mit dem PC verbunden.
Wir sehen können hinter dies das Programm nicht daran, ein RAID aus den Laufwerken in automatischen Modus zusammenzustellen. Wie wir aus den unten stehenden Informationen ersetzen können, ist das Array korrekt zusammengestellt. Dies ist das fünfte RAID aus drei Laufwerken und in den Eingeschafften können wir sehen, aus welchen Laufwerken das Programm es zusammengestellt hat. Hier sind alle drei Festplatten, das Image, die an den SATA-Anschluss angeschlossene Festplatte und die über die Dockingstation geschlossene Festplatte. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der Rechnermaustaste auf das Feld Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, schnelle Suche oder vollständige Analyse. Es wird empfohlen, zunächst eine schnelle Suche durchzuführen, die weniger Zeit in Anspruch nimmt und Ihnen in den meisten Fällen hilft, Daten zu finden. Wenn das Programm die gewünschten Dateien nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie zurück zum Hauptfenster des Programms, Rechtsklick auf den Datenträger, Neu analysieren, vollständige Analyse. Geben Sie das Dateisystem an, Weiter. Wenn Sie fertig sind, öffnen Sie den Ordner, in dem die wiederherstellenden Dateien gespeichert waren, markieren Sie die erforderlichen Dateien und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie dann den Ort an, an den Sie die Dateien speichern möchten, Datenträger ordnen und klicken Sie erneut auf Speichern. Nach Abschluss des Vorgangs befinden sich alle Dateien in dem zuvor angegebenen Verzeichnis. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Festplatten-Docks ein praktisches und multifunktionelles Gerät sind, das in verschiedenen Szenarien einsetzen werden kann. Sie bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre Datenträger auf Ihren Computer anzuschließen und ermöglichen Ihnen so die Erstellung von sicheren Kopien, das Klonen von Datenträgern, die Übertragung von Daten zwischen Computern und die Wiederherstellung von Daten. Diese Art der Verbindung und den Disk-Imaging ist der bequemste Weg, um Daten von einem RAID-Array wiederherzustellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.